Also erstmal Dankeschön für die Glückwünsche und ja, mein, wir haben gewusst, was uns heute erwartet. Mein, wir haben jetzt wirklich hier die Monate ganz, ganz hart gearbeitet. Mein, die Jungs, die wollten das auch komplett ziehen, das hat man gemerkt. Wir waren von der ersten Minute an extrem präsent, auch wenn wir wussten, was uns heute hier in Etze erwartet. Ich meine, das war natürlich auch, die haben auch alles nach vorne geworfen, die waren auch schon griffig, erste Halbzeit. Aber gut, ich meine, meine Jungs, die waren da hier heute wirklich einfach, ja, eiskalt. Naja, es war ja so, es ist immer ein schwieriger Zeitpunkt, wenn man während der Saison übernimmt. Ich meine, man muss ja halt sehr viel stabilisieren, man muss dann auch die Köpfe wieder freikriegen. Ja, es sind auch wieder ein paar Verletzte zurückgekommen nach dem Winter. Ja, dann hat jeder Trainer, jetzt kommen sie, hat ja eigene Philosophie. Geil, Gott! Ah, ist er da! Ja. Alles gut! Ist er da! Jawohl, Jungs, so schaut's aus! Man hat ja eine gewisse Philosophie. Letztendlich, was man ja auch mit der Mannschaft, muss man ja erst enger zusammenarbeiten. Man braucht ja auch die Zeit dafür. Und gut, wir haben dann auch nach der Winterpause, wir sind ins Trainingslager geflogen. Ja, wir haben ja vom ersten Tag an, als ich gekommen bin, auf dreimal Training umgestellt. Und ja, die Jungs waren absolut lernwillig, gierig und sie wollten das auch. Also alles gut. Ja, das ist die gute Frage. Ich denke, dass wir heute natürlich, werden wir hier bestimmt das ein oder andere Gläschen noch trinken und dann werden wir nach Amberg zurückfahren, vielleicht im Stadion noch ein bisschen feiern und ja, wie gesagt, ich werde die Jungs natürlich jetzt Montag freigeben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich das letzte auch noch. Unser Ziel sind einfach die 67 und die wollen wir. Und ja, und dann kann die große Sause gerne nächste Woche im FC-Stadion am Schanzl, die kann sie losgehen. Jawohl. Dann viel Spaß beim Feiern. Wir Dankeschön. Sehen uns in der Landesliga. Wir sehen uns in der Landesliga. Nee. Weiß nicht warum. Ja, wir sind unerklärlich schlecht ins Spiel gekommen. Leider muss ich sagen, ja, erfahren, dass die einfach bissiger waren. Wir haben vor allem offensiv so viele Bälle verloren, was dann postwendend zurückkommen ist. Und unglücklich, dass wir dann durch zwei Standards, die wir selber verursachen, wo wir blöde Fouls
blödes Foul vorangeht und vorher eigentlich, wo es das verteidigen muss, dass es zur Ecke kommt. Also, dass du 2-0 dann so zurückliegst, ist natürlich dann für uns richtig schlecht gewesen. Ja, gerade mit der Ausgangssituation, dass wir die letzten 6 Tage 2 Spiele gemacht haben, während Amberg halt die letzten 6 Tage gar nicht spielen musste, ist dann natürlich schwierig. Aber ja, richtig, zweite Halbzeit haben wir auch in der Halbzeit gesagt, jetzt probieren wir es, was haben wir zu verlieren. Kommen dann auch gut raus, machen ein frühes Tor, haben eigentlich das Spiel toll im Griff. Ja, und ja, klar, das müssen wir aufmachen. Haben wir gesagt, wir gehen das Risiko bis zum 3-1. Vielleicht dann noch beim 4-1 haben wir gesagt, ist auch Schluss, ja, weil dann ist es für uns utopisch, das macht keinen Sinn mehr. Aber das wollten wir anbieten. Schade, dass wir auch den Zuschauern in der ersten Halbzeit nicht irgendwie einen schöneren Fight noch geben konnten oder das Spiel spannender machen. Das wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn das Spiel spannend bleibt bis zum Schluss. Aber ja, so haben wir es halt jetzt dann 4-1 verloren auch am Ende. Glückwunsch nach Amberg für den Aufstieg und zur Meisterschaft. Und so nehmen wir das hin.